Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Kanal. Und ja, heute, wie ihr es schon am Titel erkennen könnt, machen wir die 82-0 Challenge. Wir versuchen 82 Spiele zu gewinnen, ohne ein Spiel zu verlieren. Also die perfekte Saison. Shoutout geht an Max Sports, sofern du das siehst. Denn durch ihn bin ich auf die Idee gekommen. Er hat selber diese Challenge gemacht und er ist minimal daran gescheitert, weil er im letzten Game die Phoenix Suns verloren hat. Echt bitter. Echt bitter. Und ja, ich habe tatsächlich schon drei Teams vorbereitet, und zwar einmal die Defense Sixers. Da geht es halt wirklich darum, das beste Defensive Team zu stellen. Dann einmal die Dreier Rockets, da habe ich einfach die besten Shooting-Leute zusammengestellt. Und einmal die Warriors, da habe ich wirklich nur nach Gesamtstärke die besten Spieler in ein Team gepackt. Wir fangen, denke ich mal, mit den Defense Sixers an und schauen dann gleich mal. Okay. Lädt jetzt kurz rein. Ich zeige euch gleich kurz natürlich das Team. Und zwar der, nicht den Kader, sondern hier Coaching. Chris Paul, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Antetokounmpo, Embiid, Davis, George, Simmons, Butler. Und ja, das war's auch schon. Also wirklich eine 9er-Rotation, pure Defense, Systembeherrschung, auch Defense. Kein LeBron James haben wir. Hier geht es halt wirklich nur um die Defense, und wir schauen einfach mal vorn, gehen erstmal bis zu den Hornets-Spiel. Erstes Spiel wurde gewonnen, aber 120 Punkte bekommen, wenn wir auf Defense Fokus legen, ist heftig. Nur ein Punkt, oh. Okay. Ersten drei Spiele immerhin gewonnen. Ich bin mal gespannt, was dieses Team reißen kann. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt gegen die Trailblazers. Und, ah, Mist. Rotation beibehalten. Kann ich Verletzungen nicht auch ausstellen? Kann man Verletzungen nicht auch ausstellen? Aus. So, es gibt keine Verletzungen. Besser. Weil mit Verletzungen ist es doof. So. Ja gut, aber er ist jetzt verletzt, oder wie? Also ein Beat fällt erstmal aus. Gehen wir mal weiter. Ohne ein Beat. Okay, es läuft. Nuggets auch besiegt. Das Defense-Team liefert momentan. Okay, aber ich habe eine Idee wegen Embiid. Man kann doch bestimmt Spieler bearbeiten, einfach die Verletzung wegmachen. Das geht hier ja Gott sei Dank eigentlich alles, oder? Sag ich doch. Machen wir Dauer der Verletzung 1. Änderung behalten. Hey, Joel Embiid ist wieder mit dabei. Sehr schön. Gibt es wieder die pure Defense und okay. Embiid trotzdem nur von der Bank. Weil Gobert jetzt mit dabei ist. Gehen wir mal bis zu den Heat jetzt erstmal. Wir stehen bei 11-0. 11-0 mit diesem Defense-Team. Wir kriegen auch echt wenig Punkte momentan, ne? Ü immer unter 100, das ist krass. Ah. Okay, weiter gegen bis zu den Raptors. 15-0 stehen, 16-0 stehen wir. Boah, ein Punkt gegen die Raptors. Oh, das war eng. Ekelhaft eng. Back to back jetzt. Okay, momentan sieht es noch gut aus. Ich bin mal gespannt. Jetzt gleich gegen die Wizards. Eigentlich ein Team, das man schlagen müsste. Okay. Okay, die Nets machen mir Sorgen. Gegen die Nets könnte es eng werden. Oh, bis zu die Bucks. 24-0 steht's. Jetzt Denver. Denver. Okay. Boston. Jetzt Zion, chill bitte, sehr schön. Brooklyn Nets. Sehr schön. Okay, wir sind fast bei 30-0. Jetzt die Miami Heat. Schön. Oh, fast 30 Siege. Okay, auch die geschlagen. Ah, es ist. Jetzt, wenn man schon so 30 Spiele gewonnen hat, ist es echt spannend. Oh,
jetzt kommen wir gleich zu den Bucks. Zu den Bucks jetzt. Okay. Lakers wären mit das schwierigste Team, muss ich sagen. Als auch Houston. Wegen James Harden und eben LeBron James. Die passen halt defense-technisch nicht in dieses Team. Das sind so meine Kopfschmerzgegner. Houston und LA Lakers. Ah, jetzt Pacers und danach kommt Houston. Oh, jetzt Houston. Houston wird verdammt schwer mit Harden und Westbrook und Co. Houston wird schwer. Come on, Team. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Oha, 37. OKC auch besiegt. Jetzt die Boston Celtics. Auch besiegt. Okay. Oh, bis zu den Lakers. Ich mach mal bis hierhin, bis vorm All-Star Game. 40-0. Ein Sieg und wir hätten schon 50%. Wir haben die 50%. Oh, Lakers machen wir Kopfschmerzen. Lakers machen wir richtig Kopfschmerzen. Oh, die anderen Gegner müsste man eigentlich jetzt alle schlagen. Okay, nix auch. 44-0. 44-0. 45. Ah, jetzt Toronto, Toronto, Toronto. Auch geschafft. Ah, jetzt Lakers. LA Lakers mit LeBron. Lakers mit LeBron. Auch besiegt. Jawohl. Auch? Okay. Okay. Ah, Boston. Wir haben die 50 voll. Wir haben die 50 voll. Bis zum nächsten Clippers-Duell versuchen wir es mal. Ah, wir haben die 50 voll. Komm schon. Miami. Okay. Okay. Bucks. Gegen die Bucks. Schön? Schön. Sehr schön. 53. Ey, komm schon, das muss doch klappen. Jawohl. Jetzt die Clips, jetzt die Clippers. Okay. Ah, 55 Siege mit dem ersten erstellten Team. Nice. Nice. Jetzt All-Star Game ist egal. Der Niederlage zählt da ja nicht. Okay. Jetzt die Bucks, jetzt die Bucks. Oh, wenn das so lange braucht, hat man immer richtig Schiss, dass man verliert. Ey, wir sind bei 58. Wir sind bei 58. Die New York Knicks. 60 Siege. 60 Siege, Leute. 60 Siege. Clippers. Nein, nichts stoppt mir. Alles irrelevant gerade. Okay, 61 Siege. Oh, die Lakers. Die Lakers mit LeBron und James machen mir am meisten Angst, um ehrlich zu sein. Oh, wieder gesiegt. Wieder. 20 Siege noch. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Kommt schon, Warriors. Schön. Ah, das Kribbeln ist schon da. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Kribbeln ist richtig da bei mir. Es sind weniger als 20 Siege. Detroit auch besiegt. Okay. Kommt schon, Pacers jetzt. Pacers. Okay. Wizards als nächstes. Wizards, Toronto, Hornets und Atlanta. Okay. Ah, come on, come on, come on. Okay. Hornets auch besiegt. Jetzt gehen wir bis zum Ende. Jetzt gehen wir bis zum Ende. Jetzt gehen wir bis zum Ende. Komm. Gegen Atlanta. Jawohl. Atlanta auch. 70 Siege, Jungs. 70 Siege. Timberwolves. Okay. Timberwolves auch besiegt. Timberwolves auch besiegt. Ach, 72. 10 Stück noch. Ah, 9. 9 noch. Come on, bitte. Bitte. Trailblazers ist auch besiegt. Houston. Oh, ist das spannend. Houston auch besiegt. Oh, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Wizards. Gegen die Wizards. Okay. Oh, New Orleans mit Zion macht mir noch Sorgen. Okay. Bucks ohne Antetokounmpo muss man schlagen. Fünf Dinger noch. Oh, vier. Vier Dinger noch. Schaffen wir es oder nicht? Schaffen wir es oder nicht? Spurs jetzt. Jetzt die Spurs. Nein! Verdammt! Nein! Nein! Nein!
Nein! Nein! Verdammt! Ist das überhaupt möglich? Das war bei Max, der hat ja auch das letzte Spiel verloren. 81-1 mit diesem Defense-Team. Playoffs simulieren wir auch. Und dann versuchen wir es mit dem zweiten Team. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Das geht doch nicht. Playoffs scheinen aber gut zu laufen. Müssten wir uns eigentlich durchsweepen, oder? Ey, wie bitter ist das immer, diese eine Niederlage? Wie bitter ist das bitte? Schauen wir mal. Playoffs sweepen uns anscheinend durch. Ey, das ist so bitter. Leute, das ist so bitter gegen die Toronto Raptors. Haben wir übrigens auch ein Spiel verloren. Nein, ey. Grizzlies sind in den Finals. Was ging denn ab? Wir sind Champ geworden. Alles schön und gut. Ach, ein Spiel haben wir verloren. Ein Spiel. Aber wir machen direkt das nächste. Direkt das nächste Team. Houston Rockets Dreiergeballer. Da habe ich jeden Spieler, der da ist, zu dem Team. Jeden Spieler, der hier bei den Houston Rockets ist, hat mindestens A minus bei den Dreier. Das heißt, das ist ein komplettes Dreiergeballer-Team. Alles schon eingestellt, nur die Verletzung muss ich gleich ausstellen. Oh, ich muss sagen, mit dem Defense-Team hätte ich nicht gedacht, dass wir es so weit schaffen. Hier kann ich mir vorstellen, das Team. Curry, Harden, Kawhi, Thompson, Durant. Small Ball wird gespielt. Towns, Doncic, Lillard, Irvine und Co. Systembeherrschung 7 Sekunden. Stellen wir eben die Verletzungen aus. Hier aus. Okay. Versuchen wir es. Oh, ich muss sagen, nach dem Defense-Team bin ich mir nicht sicher, wie weit man hier kommen kann mit Small Ball. Okay, schon mal ein Riesengeballer, ey. Was ist das für ein Ergebnis? Ah, ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht, bisschen, dass es eben nicht geklappt hat. Eine einzige Niederlage, die hat uns dran gehindert. Eine Niederlage. Und jetzt hier mit den Smallball-Leuten hier. Es läuft auf jeden Fall. Die ersten Siege holen wir uns. Hier ist, glaube ich, auch LeBron James gar nicht mit dabei im Team. Jetzt hier, schön. Erste 9 Siege haben wir geholt, aber das heißt halt noch nichts, ne? 9 Siege ist halt schön, aber bedeutet noch nichts. Clippers. Ja, Scouting ist gerade nicht so wichtig. Okay, 13. Es sieht okay aus bisher. Aber wir kriegen halt viele Dinge auch rein, ne? Auch gegen die Portland Trailblazers waren nur 3 Punkte. 16-0. Bis zu den Sixers. Wir simulieren mal ganz weit immer. Ey, komm schon. 17 Siege ist doch schon mal ordentlich. Wenn nicht Offense, dann vielleicht, wenn nicht Defense, dann vielleicht Offense in diesem Fall hier. Ja, Scouting, alles schön und gut. Das ist unwichtig. Die Spurs, ey. Ausgerechnet die Spurs mussten uns besiegen, ne? Ehrlich. Nicht die Lakers mit LeBron oder sonst was. Nein, die Spurs mussten es sein. Ah. 22-0 übrigens schon. Viertel ist geschafft. Okay. Jetzt Clippers. Cleveland meine ich natürlich. Okay, 25-0. Detroit auch besiegt. Detroit haben wir auch besiegt. Spurs auch. Auch wenn die auch 131 Punkte gemacht haben, aber nun gut. Jetzt Clips. Ey, wir sind wieder fast bei 30 Siegen. Ich sag mal so, wenn man die ersten 40 hat, wird's richtig interessant. Ah, come on, gegen die Kings. Okay, wir verlieren gegen die Kings mit diesem Team. Letzter Versuch mit dem absolut besten Team, was ich zusammenstellen konnte. Rein nach Gesamtstärke. Wenn ich damit dann auch nicht schaffe, dann ist es halt einfach nicht möglich in diesem Fall. Ey, wir waren so kurz davor mit dem Defense-Team der Sixers, ne? Schade. Schade, schade, schade. So kurz davor waren wir und dann haben wir es trotzdem nicht geschafft. Ah, Mann. Okay, das beste Team überhaupt mit den Warriors. Vielleicht ist auch einfach in der Simulation eine Niederlage fest eingestellt, wer weiß es.
Als allererstes stellen wir natürlich die Verletzungen aus. Das Team wollt ihr natürlich auch sehen. Und hier habe ich wirklich nur sogar eine achte Rotation, glaube ich. Curry, Harden, Kawhi, Antetokounmpo, Jokic, James, Durant, Davis. Und das war es auch schon. Nur eine achte Rotation. Ausgeglichen. Schauen wir mal. Ja. Ja, doch, war doch alles richtig. Schauen wir mal. Gleich verlieren wir das erste. ja, jetzt hier gegen alles und jeden. Mit dem best zusammengestelltesten Team, was möglich war. 179 zu 111 ist auch komplett gestört, wenn ich ehrlich bin. Also, was sind das für Blowout-Siege bisher? Ah, die Spurs sind wieder nah dran gekommen, relativ, ne? Auch die Hornets? Ah. Okay. Timberwolves, OKC, Utah. Schön. 10-0 ist schon mal da. Die ersten 10 Siege. Boah, einfach mal 280 Punkte im Einspiel, das ist schon crazy. Lakers ohne Davis und LeBron muss natürlich besiegt werden. Talentscouting lasse ich mal von Dings übernehmen. Oh, die Celtics, nur 4 Punkte. Nur 4 Punkte waren die Celtics hinter uns. Ah, come on. Ah, gut. Gut. Ich versuche mal nochmal mit diesem Team, aber diesmal auf einer anderen Art und Weise. Ich will noch einmal versuchen. Eine Sache will ich noch versuchen. Ja gut, jetzt hat es wahrscheinlich automatisch gespeichert, oder? Wahrscheinlich hat es automatisch gespeichert. Hatte ich nicht ausgestellt. Naja, wisst ihr was? Es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Mit den 76ers sind wir knapp gescheitert. Ja, wir sind leider knapp gescheitert. Das ist bitter. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Challenge gefallen hat. 81-1 ist meine beste Bilanz. Macht's doch ruhig auch privat nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es vielleicht jemand von euch beim Nachmachen geschafft hat. Euer Veloche meldet sich ab. Und bye bye.